So, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich hatte es ja schon angekündigt und ja, es war auch von euch gewünscht. Einige hatten mir das Video von Jonas geschickt. In der Zwischenzeit gibt es jetzt auch schon ein zweites Video, auf das ich in dem Zuge auch reagieren werde. Ich habe mir jetzt aber gedacht, ich spule das erste einfach nochmal ab, beziehungsweise reagiere dann da auch noch auf ein paar Aussagen und das zweite Video kommt dann im Anschluss und ich hoffe und schaue, dass ich mich wirklich kurz halte. Aber mir ist es auf jeden Fall ein Anliegen, da ein paar Worte dazu zu verlieren. Dann starten wir das Ganze mal. Hallo Leute, was geht? Mein Name ist Jonas und ein ganz herzliches Willkommen zu diesem neuen Video hier. Das Video hier ist eins, was sich schon unglaublich lange aus der Community gewünscht wurde. Und was wäre ich für ein YouTuber, wenn ich nicht darüber irgendwann auch ein Video drehen würde? Heute geht es um den Reitsport und die Frage danach, ob das in Ordnung ist. Und ich weiß, dass einige aus der Community tatsächlich selber auch reiten. Ich kenne auch Privatleute, die das als Hobby haben, die das ab und zu machen, die sich um Pferde kümmern oder die die Pferde zwischendurch auch ausreiten. Und ich muss ehrlich sagen, vor diesem Video hier habe ich es auch nicht genau gewusst. Man hat immer mal wieder aus verschiedenen Ecken gehört, ey, Pferde und deren Anatomie, ist das in Ordnung? Andererseits, Mensch und Pferd zusammen, das kann dem Pferd ja auch Spaß machen. Aber was davon stimmt jetzt, was nicht, das schauen wir uns in diesem Video ganz in Ruhe an. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video. Erstmal muss man wissen, Pferde sind von Natur aus Fluchttiere. In der Natur würden Pferde vom Menschen höchstwahrscheinlich einfach wegrennen, wenn sie den Menschen sehen, weil der Mensch als Spitzenprädator eine Gefahr für das Pferd darstellt. Da muss ich schon mal gleich einhaken. Er hat natürlich völlig recht. Pferde sind Fluchttiere. Pferde waren immer Fluchttiere. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Pferde sich natürlich auch durch die Zucht sehr an den Menschen gewöhnt haben. Und das natürlich jetzt bei unseren Hauspferden, domestizierten Pferden, nicht mehr der Fall ist, dass wenn die einen Menschen sehen, dass die gleich abhauen. Gibt natürlich scheuere Exemplare auch, nach wie vor natürlich. Aber das muss man schon sagen, dass man jetzt die Hauspferde nicht mit den Wildpferden vergleichen kann, was diese Fluchtreaktion angeht. So konnten Pferde bzw. deren Ursprünge viele Jahrtausende überleben. Jetzt ist die Frage, wie ist es möglich, dass wir heutzutage und in den letzten Jahrhunderten auf diesen Pferden reiten konnten und diese Pferde das tolerieren? Was hat sich in der Zwischenzeit also verändert? Mögen die Pferde das oder ist das Tierquälerei? Und das bringt uns direkt zu Kapitel 1, die Domestizierung. Also ganz simpel gesagt, Pferde haben nicht von heute auf morgen einfach aufgehört zu rennen und gesagt, kommt und reitet uns. Stattdessen wurden sie gefangen, gezähmt und domestiziert. Die Ursprungsform, also Pferde früher sahen vermutlich so oder etwa so aus und sie wurden wie zum Beispiel Rehe oder Wildschweine für ihr Fleisch gejagt. Das erste Pferd wurde vermutlich vor ungefähr 5000 Jahren gezähmt und vor allem für den Transport genutzt. Und seitdem hat es über die Jahrhunderte neue Funktionen in unserer Gesellschaft bekommen, im Sport, in der Freizeit, auch in der Kotherapie. Dabei sind Pferde, wie ich das eben schon gesagt habe, nicht von Natur aus zum Reiten gemacht. Das muss man ihnen auch heute noch über lange Zeit antrainieren. Man nennt das Ganze auch Einreiten. Und das ist, wie gesagt, ein langer Prozess. Denn Pferde sind von Natur. Also das Einreiten ist ja per se das Pferd an die Ausrüstung gewöhnen, an mehr Kontakt auch mit dem Menschen. Im Grunde fängt das ja schon mit dem vollen ABC an, sei es eben die Hufbearbeitung und so weiter und so fort. Genau, also das Pferd anzureiten bringt ein Pferd nicht dazu in die Lage, den Menschen zu tragen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das differenziert. Das Einreiten ist wirklich die Gewöhnung rein an die Ausrüstung, an den Menschen auf dem Rücken. Und ja, leider passiert das meistens zu früh. Das wird den späteren Verlauf des Videos dabei ja auch nochmal thematisieren. Und das ist, wie gesagt, ein langer Prozess. Denn Pferde sind von Natur aus Herdentiere. Das heißt, sie sehen entweder irgendwas als Bedrohung oder als Teil der Herde. Das macht das Ganze also gar nicht so einfach und sogar noch fragwürdiger, wie das Ganze denn nun eigentlich möglich ist. Und deswegen gucken wir uns jetzt in Kapitel 2 an. Ist Reiten Tierquälerei? Pauschal, das kann ich euch jetzt direkt vorneweg spoilern, kann man nicht einfach sagen, jeder, der ein Pferd reitet, ist ein Tierquäler. Es gibt Pferde, die werden lieber geritten und es gibt Pferde, die werden weniger gern geritten. So einfach kann man das sich in der Argumentation natürlich aber jetzt nicht machen. Denn erstmal muss man sagen, aus anatomischer Sicht ist ein Pferderücken nicht zum Reiten gemacht. Deswegen kurz das Unterkapitel 2.1, die anatomische Sicht. Wie man anhand dieses Bildes hier sieht, ist der Rückenmuskel eines Pferdes gerade und nicht gewölbt, wie man vielleicht meinen könnte. Denn in der Natur ist es so, dass ein Pferderücken niemals belastet werden würde, es sei denn, ein Raubtier springt auf diesen Rücken drauf und das löst dann automatisch eine Abwehrreaktion aus. Und zwar das Steigen, das Ausschlagen, das Drehen, um dieses Raubtier eben abzu... Ja, und das ist halt dann schwierig, natürlich ein Bild einzublenden von einem Pferd, was dieses Steigen sicherlich gelernt hat. Ja, im Grunde hat er recht, der Rücken des Pferdes ist nicht dafür gedacht, einen Reiter zu tragen. Es kann aber in die Lage dazu versetzt werden. Und grundsätzlich ist die Dressur ja dazu da, das Pferd eben in die Bewegung zu bringen, dass das Pferd eben die richtige Muskulatur entwickelt und eben lernt, den Reiter zu tragen. Das ist ja unser aller Lebensaufgabe von uns Reitern. Werden. Und natürlich wird dann dieser Fluchtinstinkt aktiviert und das Pferd rennt im Höchsttempo los. Deshalb ist die Reaktion eines jeglichen Gewichts, was auf diese Rückenmuskulatur draufgeht und damit eben auch das des Reiters, von Natur aus immer ein Zusammenziehen der Haltemuskulatur und somit ein nach unten gedrückter Rücken. Und das stimmt halt so nicht, dass man wirklich sagt, okay, die erste Reaktion, was das Pferd macht, ist eigentlich hier den Rücken wegzudrücken. Das machen Pferde, wenn sie Angst haben, gerade eben wenn sie von einem
Raubtier angesprungen werden und die sich natürlich in diesen Rücken reinsetzen. Aber das macht ein Pferd nicht automatisch, wenn man das schonend an den Reiter gewöhnt hat. Weil dann haben die keinen Stress und dann lassen die sich auch auf die Arbeit mit dem Menschen ein und haben nicht diese Abwehrreaktion. Im Grunde wie so eine Art Hängebrücke, was auf dauerhaft schmerzhaft für das Pferd ist. Obwohl aber Pferde von der Rückenstatik her eigentlich nicht dafür gemacht sind, einen Reiter und sein Gewicht zu tragen, halten es die Pferde dennoch sogar ohne richtiges Training und auch bei schlechtem Reitstil über Jahre hinweg aus, einen Reiter zu tragen. Das liegt daran, dass Pferde echte Überlebenskünstler sind. Sie schaffen es nämlich, körperliche Defizite über Jahre lang auszugleichen. Da gibt es zum Beispiel Nerven, die Teile der Wirbelsäule so festhalten, dass sie jahrelang der Belastung standhält. Oder Muskeln, die sich anspannen, bis hin zur Verkrampfung und Verkürzung, um den Wirkungen auf dem Rücken standzuhalten. Trotz dieser überlebenskünstlerischen körperlichen Automatismen kann das Reitung zur sogenannten Tragerschöpfung führen. Genau, das ist ein wichtiger Punkt, den ich auf jeden Fall ansprechen wollte. Die Trageerschöpfung hat per se nichts damit zu tun, dass das Pferd vom Tragen erschöpft ist. Das ist leider ein sehr irreführender Begriff. Auch wenn man Trageerschöpfung sagt, sagt man auch fasziale Dysfunktion oder myofasziale Dysfunktion. Das kann auch angeboren sein. Das ist den meisten Pferden aus der heutigen Zucht auch angeboren. Da gibt es auch eine super Seite auf Instagram, moderne Zucht, moderne Probleme. Und das kann ein Pferd auch schon im Fohlenalter haben. Also das hat per se nichts damit zu tun, okay, da saß jetzt einfach ewig ein zu schwerer Reiter oder ein Reiter, der falsch reitet, drauf und deswegen ist dieses Pferd tragerschöpft, sondern das hat schon anatomische Hintergründe. Also es kann anatomische Hintergründe haben oder natürlich auch falsches Reiten, falsche Ausrüstung und so weiter. Aber per se ist es bei den heutigen Pferden meistens der Fall, dass es einfach angeboren ist, weil die Pferdezucht einfach komplett verkommen ist. Erschöpfung spricht man dann, wenn der Pferdekörper irgendwann von der Belastung kapituliert und die Rückenoberlinie sich absenkt, also mit der Zeit so ein Senkrücken entsteht, wie man an diesem Bild sehen kann. Das ist sehr schmerzhaft für das Tier und damit auf jeden Fall als Tierquälerei einzuordnen. Das passiert. Senkrücken, auch nochmal was anderes, kann sich sicherlich auch aus einer Trageerschöpfung ergeben. Da kenne ich mich jetzt nicht gut genug aus, aber kann eben auch durch Krankheiten wie Kissing Spines und so weiter entstehen. Also das hat auch per se nichts unbedingt damit zu tun, dass es wegen der Reiterei entstanden ist. Natürlich nicht bei einmaligem Reiten, sondern dann, wenn man das jahrelang macht. Und das passiert auch nicht bei jedem Pferd gleichermaßen, also das ist ein bisschen unterschiedlich. Das Fatale bei dieser Tragerschöpfung ist, dass die Pferde trotz körperlicher Erschöpfung oder Schmerzen dem Reiter oftmals gar keine Signale aussenden, dass es dem Pferd so geht. Und selbst dann, wenn das Pferd eben deutlich darunter leidet, macht es aber trotzdem mehr oder weniger brav mit, weil es entweder belohnt wird dafür, was es macht, oder es wird bestraft, wenn es das nicht macht. Oder die Stunde Abwechslung, die es dann durch das Reiten hat, ist immer noch das geringere Übel, als im Vergleich dazu, den ganzen Tag in der Box zu stehen. Das ist negative Verstärkung, allerdings wahrscheinlich negative Verstärkung in Höchstform. Es gibt ja eben auch noch andere Methoden, mit seinem Pferd umzugehen und das fehlt mir leider komplett. Also hier wird einfach pauschal gesagt, okay, wenn das Pferd nicht mitmacht, wird es halt bestraft. Und dann hat das Pferd praktisch keine andere Wahl. Aber es gibt ja genügend auch unter euch, die dem Pferd eine Wahl lassen und das fehlt mir hier so ein bisschen. Eine Untersuchung der Schweizer Rückenstudie der Universität Zürich hat gezeigt, dass 33% der Reitpferde schon Symptome von Rückenschmerzen gezeigt haben, die dort untersucht wurden. 32-52% hatten sogar radiologische Befunde in verschiedenen Körperbereichen. Ursachen dafür sind zum Beispiel ein falsch sitzender Sattel, der dann eben bedeutet, dass der Rücken falsch oder eben ungleichmäßig belastet wird. Wie ein Sattel zumindest nach der Universität Zürich richtig sitzt, das habe ich euch mal in der Quelle 13 unten verlinkt, da könnt ihr natürlich draufklicken, wenn euch das interessiert. In vielen Fällen beginnt der Prozess der Tragerschöpfung bei Pferden aber schon in den jungen Jahren. Also was man zu dem Thema vielleicht auch noch dazu sagen muss, ist, natürlich findet man wahrscheinlich bei den meisten Menschen auch irgendwelche Befunde, wenn man die einmal komplett durchscannt. Aber es ist natürlich schon auffällig, dass ja viele Pferde so massive Rückenprobleme haben. Von dem her finde ich das auch sehr, sehr gut, dass er auch hier mit auf die Quellen verweist und ja, das eben thematisiert hat. Auch gerade eben, was das Thema angeht, passender Sattel. Wachstum eines Pferdes ist eigentlich erst mit 5-7 Jahren abgeschlossen und trotzdem werden oftmals schon junge Pferde mit Gewicht belastet. Ein solches zu frühes Anreiten kann eben zu enormen Schäden beim Pferd führen und eben auch zu dieser Tragerschöpfung beitragen. Das betrifft also nicht nur alte und schwache Pferde. Auch das Reiten mit zu großem Gewicht kann zu Tragerschöpfung führen und ist somit Tierquälerei. Es gibt da unterschiedliche Ergebnisse und Meinungen zu, auch unterschiedliche Studien, wie sehr jetzt ein solcher Pferderücken belastet werden darf, also mit wie viel Gewicht. Laut einer britischen Studie aus dem Jahr 2013 beispielsweise ist das ideale oder maximale Gewicht auf unserem Pferderücken beträgt 10% des Pferdegewichtes. Das bedeutet aber jetzt nicht, dass ein sehr dickes Pferd zum Beispiel, was sehr, sehr viel wiegt, eben viel, viel mehr tragen können. Also dazu habe ich ja auch schon mal einen Beitrag geschrieben, den werde ich euch auf Instagram dann auch nochmal verlinken und in dem Highlight Jonas Video rein verlinken, weil es natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Es gibt eben diese 10-15% Regel, es gibt natürlich eben auch dass man sich eben erstmal die Kapalgelenke generell den Körperbau des Pferdes anschaut und so weiter und so fort, aber generell ist kein Pferd ein Gewichtsträger, auch Kaltblüter nicht. Auch wenn das ein weit verbreiteter Mythos ist.
muss. Liegt das Reitergewicht bei 10-15%, fällt es wohl in diesen Normalbereich, kann in einigen Fällen aber auch schon zu viel sein. Alles über 15% gilt laut dieser Studie als gesundheitsgefährdend für das Pferd. Die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz dagegen sagt, dass 15% völlig normal sind und auch akzeptabel. Also wie gesagt, Gewichtsbelastungen ab 25-30% sind aber wirklich als tierschutzwidrig anzusehen. Es gibt und hierzu muss man auch sagen, das ist inklusive Ausrüstung. Also Reitergewicht, Gewicht vom Sattel, das ist inkludiert. Also nicht 10% nur der Reiter, sondern die komplette Ausrüstung mit Reiter. Verschiedene Anzeichen, die man auch an dieser Grafik hier sehen kann, anatomisch, die eben deutlich machen, dass ein Pferd leidet. Das kann zum Beispiel eben ein ausgeprägter Unterhalt sein, durchhängender Rücken, Verweigerung beim Reiten natürlich auch. Und man kann es eben auch einem Pferd ansehen, wenn es nachlassende Freude beim Ausreiten hat. Das sind aber nur so ein paar dieser Anzeichen. So, das war jetzt das reine Kapitel zur Anatomie. Ihr seht schon, es ist ein komplexeres Thema. Man kann nicht ganz einfach sagen, einmal auf dem Pferd reiten ist sofort Tierquälerei. Grundsätzlich muss und möchte ich aber trotzdem sagen, und da kann man auch nicht gegen argumentieren, eben rein von der Anatomie her ist ein Pferd nicht dazu gemacht, dass man auf ihm reitet. Das ist nicht, wozu die Schöpfung oder ich glaube eher an die Evolution diese Pferde gemacht wurden oder entstanden sind. Kommen wir zu einem anderen wichtigen Kapitel 2.2 und zwar Hilfsmittel. Es kommt nämlich auch sehr auf die Art an, wie geritten wird und welche Hilfsmittel dafür genutzt werden. Werfen wir zum Beispiel einen Blick darauf, was die Pferdeverhaltenstherapeutin Regina Reinwald sagt, die sich in über 10 Jahren intensiver Recherche mit genau diesem Thema beschäftigt hat. Sie bezeichnet Sporen, das ist das hier, Schlaufzügel, das ist das hier und Kadare, das ist dieses ungebrochene Gebissstück aus Metall mit dieser Hebelwirkung, als Tier. Also bei Sporen muss man sagen, dass es verschiedene Sporen gibt. Rädchensporen sind ja an sich per se schon mal ganz gut, allerdings die ohne Zacken. Es gibt ja eben diese stumpfen Rädchen, weil mit den Sporen, die eben so einen Dorn besitzen, bleibt man eher am Pferd hängen, ungewollt. Also bei den meisten ungewollt, hoffe ich jetzt einfach mal. Da kann man jetzt auch nicht per se sagen, dass es eben tierquälerische Hilfsmittel sind. Da bin ich eben anderer Meinung. Aber ja, man muss halt schon sagen, dass sie in 9 von 10 Fällen ja, aus den falschen Gründen benutzt werden. Sprich zum Treiben, obwohl ja eigentlich Sporen dafür da sind, das Pferd auf die Hinterhand zu setzen. Das heißt, man spricht da eben ja, spezielle Rezeptoren an dieser Stelle, um das Pferd eben dazu zu verleiten, mehr Last auf die Hinterhand aufzunehmen. Das ist eigentlich der Gedanke an Sporen. Schlaufzügel, wisst ihr ja selber, bin ich komplett der Meinung, dass es tierquälerische Hilfsmittel sind, generell Hilfszügel. Das fehlt mir hier leider auch so ein bisschen, dass das mit reingenommen wird, weil in den ganzen Reitschulen überall die Pferde runtergebunden werden, damit sie Ruhe geben und kontrollierbar sind. Das fehlt mir jetzt so ein bisschen, genau. Tier und Kadare, das ist dieses ungebrochene Gebissstück. Ich bin jetzt kein Fan von der Kandare. Ich finde, man kann ein Pferd auch ohne Kandare ausbilden. Aber da kommt es einfach auch stark drauf an, wie es sich verschnallt, wie wird sie benutzt, wann wird sie benutzt. Häufig wird die ja beispielsweise auch zu früh benutzt, wenn das Pferd noch gar nicht eine stabile Anlehnung, geschweige denn irgendwas von richtiger Lastaufnahme gelernt hat. Das ist halt ein Problem. Man sieht halt im Hochleistungssport nur Negativbeispiele. Also ich habe da noch kein Positivbeispiel der Verwendung einer Kandare gesehen. Und deswegen tierquälerisches Hilfsmittel, so wie es gezeigt wird, kann ich das dann leider nur bestätigen. Aus Metall mit dieser Hebelwirkung als tierquälerische Hilfsmittel. Und wenn man sich so einen Sporn hier nochmal anguckt, ihr seht das in diesem Bild eben auch mit einer, wirklich so einer Wunde beim Pferd, das ist schon auch crazy. Ne? Das kann dazu genutzt werden, dass man dem Pferd eben ein bisschen deutlichere Zeichen dafür geben kann, was man möchte. Man kann es aber eben auch nutzen, wenn das Pferd sich weigert, etwas zu machen, ist dadurch eben durch diese Tritte unten rein, wo es super sensibel ist, so dadurch eben auch zu bestrafen. Es ist halt so, man kann es glaube ich relativ einfach sagen, vor allem der Reitsport ist höchst problematisch. Und ich sag's direkt vorneweg, meiner Meinung nach sollte es den nicht geben, sollte der abgeschafft werden. Beim professionellen Reitsport geht es um sehr viel. Da geht es um Geld, es geht um Ansehen, es geht um Leistung und da gibt es eben auch feste Regeln. Und das löst natürlich sehr viel Druck beim Pferd und natürlich auch dessen Reiter aus. Alleine dadurch wird schon zu viel strengeren, aber auch aggressiveren Erziehungsmethoden gegriffen. Guckt euch gerne zum Beispiel mal hier diesen Videoausschnitt an, bei einem offiziellen Wettbewerb, hier eben auch von einem deutschen Team. Schaut euch das mal an. Und Annika Schleu. Ne, die Trainerin schreibt dahinter. Also da muss ich kurz auch einhaken. Natürlich ist der Fünfkampf jetzt nicht dafür prädestiniert, den Reitsport darzustellen. Der wird sich auf 5 Hochleistungsdisziplinen spezialisiert und ja, Reiten bräuchte halt eigentlich die volle Aufmerksamkeit und das kann hier einfach nicht passieren, weil dafür einfach die Zeit nicht gegeben ist. Und da hat es ja auch massive Kritik aus den Reiterreihen gegeben. Also natürlich wieder die üblichen, die eben schon im Vorhinein Kritik geäußert haben. Also ich habe es jetzt nicht von großen Pferdeinfluencern mitbekommen, dass die dazu sich geäußert haben. Ist ja auch viel zu gefährlich, weil dann springen die Sponsoren ab oder was auch immer. Oder man traut sich nicht, man möchte nicht, was auch immer. Ich war da auf jeden Fall in dem Jahr auch ganz vorne mit dabei und habe das thematisiert und kritisiert. Und inzwischen ist es ja auch beschlossene Sache, dass bei den nächsten Europameisterschaften, ich glaube, die aktuell laufen gerade sogar, aber ab den nächsten wird das dann auch nicht mehr drin sein, der Reitsport. Ich glaube, die haben das ersetzt durch irgendeinen Hindernislauf. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, müsste ich nochmal nachforschen. Aber ja, das ist natürlich, wie gesagt, kein gutes Beispiel, um den Reitsport zu repräsentieren. Allerdings sind die Bilder im Hochleistungssport auch einfach nicht besser. Von dem her kann man auch das nehmen.
Attacke und hauchrichtig draufhaue. Und man sieht eben, wie diese Sporen immer wieder in die Seiten des Pferdes reingerammt werden. Also es ist halt so crazy. Man kann das so im Fernsehen sehen. Es ist eine offensichtliche Tierquälerei, die aber einfach zu einem traditionellen Sport umfunktioniert wurde. Und jeder akzeptiert es dann einfach oder ist so, ja, ist ja auch normal, ist ja okay. Was halt voll absurd ist. Man muss aber auch dazu sagen, dass immer mehr Experten wie... Und da muss ich halt auch einhaken, es wurde nicht akzeptiert, die Kritik war immens, die Kritik war riesig. Ich wurde von so wahnsinnig vielen Nichtreitern angesprochen, die das natürlich gesehen haben, weil ja, hier Olympia, ist natürlich klar, dass das viele gesehen haben. Aber ja, man kann jetzt nicht sagen, dass das so hingenommen worden ist. Das ist halt, stellt auch wieder den Reitsport als falsch dar, genau, weil das eben so massiv war, dass da definitiv eingeschritten worden ist. Und das hat man ja jetzt auch gesehen. Genau, da haben wir jetzt auch noch andere Fälle. Ludger Beerbaum, ja, muss ich sagen, ist eine Blamage einfach, wie das gelaufen ist. Aber da kann man eben auch nicht sagen, dass da alle geschwiegen haben. Man muss halt schauen, wer kritisiert. Nicht großartig. Auch Tierärzte, Ausbilder, aber auch die Reiter diesen Reitsport kritisieren und eben vor allem auch diese zunehmend aggressivere Reitweise. Ich habe auch ein Beispiel dafür, wie mit diesen Tieren umgegangen wird, und zwar mit dem teuersten Dressurpferd der Welt, das heißt Tortillas, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Und das gucken wir uns gerade mal kurz in Kapitel 3 genauer an. Kapitel 3, Wunderhengst Tortillas. Tortillas galt als Wunderhengst und Rekordbrecher im Dressurreiten. Er wurde für 10 Millionen Euro nach Deutschland verkauft, natürlich eine ganze Menge Geld, was natürlich auch eine Menge Druck aufbaut. Also das Pferd weiß natürlich nicht, für wie viel es verkauft wurde, aber auf diese Leute, die dieses Pferd gekauft haben. Dressur kann man... Und das ist übrigens generell das Problem am Leistungssport, dass Leistung vom Pferd erwartet wird, ohne dem Pferd die Chance zu geben, ein Mitspracherecht zu besitzen. Also im Hochleistungssport hat kein Pferd irgendein Mitspracherecht. Wenn es dann mal an einem Tag nicht gut drauf ist, dann wird es halt dazu gebracht, dass es trotzdem die Leistung erbringt. Und das ist einfach der Fehler am Hochleistungssport, da wo Pferde in meinen Augen absolut nicht reingehören. Man quasi verstehen als eine Art Machtdemonstration, da das Pferd hier zum absoluten Gehorsam erzogen wird. Die Bewegungsabläufe sind... Das hat er ja in seinem zweiten Video revidiert, dass man das eben nicht pauschal sagen kann. Muss ich auch wirklich sagen, dass die Aussage wirklich deplatziert war. Sind, wie man in diesem Video hier auch gleich sehen wird, sehr unnatürlich für die Tiere und auch ziemlich kompliziert. Vor allem die sogenannte Rollkur wird häufig als Trainingsmethode beim zum Beispiel Dressurreiten oder Springreiten eingesetzt. Bei der Rollkur ist es so, dass der Pferdekopf mit den Zügeln zur Brust hingezogen wird. Es gibt eine ganze Menge Forschung. Ja, die unnatürlichen Bewegungen, gut, wenn man es reell beibringt, dann sind es eigentlich keine unnatürlichen Bewegungen. Man kann dem Pferd ja nichts beibringen, was es nicht schon von der Natur her aus hergibt. Man kann es aber natürlich komplett übertreiben. Ich sage jetzt mal zum Beispiel dieses Soaring bei den Tennessee Walking Horses. Die haben ja eben diesen speziellen Schritt, aber man kann es natürlich mit brutalen Mitteln ja auf die Spitze treiben, und das ist dann eben nicht mehr natürlich. Das kann man schon. Piaf Passage sind ja eigentlich auch natürliche Bewegungen, die Pferde auch in der Natur machen, die halt da dann angelernt werden und natürlich auch eigentlich einen gymnastizierenden Effekt haben. Das, was man im Hochleistungssport sieht, ist halt auch in den meisten Fällen einfach nicht reell, und dementsprechend kann man schon sagen, dass es dann keine natürliche Bewegung mehr ist, weil so wurde es nicht erdacht von der Anatomie des Pferdes her. Aber ja, grundsätzlich kann man das natürlich nicht pauschalisieren, das ist immer der Fehler. Die sich aber gegen diese Rollkur aussprechen. Nach einer Studie von dänischen und niederländischen Forschern aus dem Jahr 2012 hat sich ergeben, dass bereits nach 10 Minuten dieser Rollkur enorm viel mehr Stress im Pferd ausgelöst wird. Diese Trainingsmethode zählt also auf jeden Fall als Tierquälerei. Deshalb wurden dann auch die Besitzer von Tortillas angezeigt. Dazu sollte Tortillas dann auch keinen Zugang zur... Man muss natürlich auch dazu sagen, dass sie da beim Atmen behindert werden mit der Rollkur. Also einmal das Sichtfeld, dadurch mehr Stress, dann hat man einmal die Überdehnung von der Wirbelsäule bzw. von den Nackenbändern komplett, und man hat eben auch eine eingeschränkte Atmung. Beide gehabt haben. Tortillas fiel dann aufgrund von verschiedenen Verletzungen immer wieder in seiner sportlichen Laufbahn aus. Mal wegen eines Unfalls beim Deckeinsatz, ein anderes Mal wegen einer Verletzung am Überbein. Trotzdem musste der Hengst dann nach kurzen Pausen immer wieder zu diesem Spitzensport zurückkehren. Wie empathielos mit diesen Tieren umgegangen wird, verbeispielt auch die Europameisterschaft, an der Tortillas teilgenommen hat. Da hat ein Tierarzt beim Wettcheck ein Veto eingelegt, das aus gesundheitlichen Gründen Tortillas nicht weitermachen kann. Er wurde dann aber demokratisch überstimmt, die anderen wollten, dass das Pferd weitermacht. Und es ist halt schon crazy, dass man, obwohl man diese professionelle Einschätzung eines Tierarztes hatte, einfach demokratisch über die Gesundheit eines Pferdes abstimmen kann und die anderen einfach gesagt haben, nee, muss weiterlaufen. Und so musste Tortillas dann mit Schmerzen an dem Wettkampf weiter teilnehmen, bis er dann irgendwann schlussendlich disqualifiziert wurde, weil es zu viel war. Dafür wurden dann auch wieder fragwürdige Hilfe. Ja, und nichts anderes ist auch der Vorfall mit Isabel Werth gewesen, die ja eine deutsche Meisterschaft, ich glaube im letzten Jahr oder vorletzten Jahr, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, gewonnen hat auf einem lahmen Pferd. Das de facto, jeder Laie hat das sehen können, dass dieses Pferd lahm gegangen ist, und das war auch keine Taktunreinheit, keine Zügellahmheit oder sonstiges. Das Pferd war einfach lahm und sie hat damit eine Goldmedaille gewonnen. Also dementsprechend kann ich ihm hier auch wieder nur recht geben. Eingesetzt, wie zum Beispiel die Sporen, also dem Tier eins reingeben, damit es eben weitermacht. Anstatt Tortillas dann aus Dank oder einfach auch Respekt diesem Tier gegenüber die letzten Jahre ein bisschen Ruhe zu gönnen. So, nach einer kleinen Unterbrechung geht's jetzt hier einmal weiter.
wurde er danach seiner Sportkarriere weiterhin als Deckhengst benutzt. Und so verbrachte Tortillas sein gesamtes Leben entweder im Stall, auf dem Trainingsplatz, auf Turnieren oder auf der Deckstation. Und Tortillas war nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen, wie mit diesen Tieren umgegangen wird. Und genau das bestätigt auch Regina Reinwald in ihrem Buch, was sie dazu geschrieben hat. Und wie gesagt, sie hat 10 Jahre... Das Buch kann ich übrigens auch absolut empfehlen, auch wenn es so 2 Punkte hat, wo ich sage, okay, würde ich jetzt nicht so pauschal unterschreiben, aber das Buch ist sehr, sehr eindrücklich, zeigt es auf, wie man behandelt wird, wenn man im Reitsport Kritik äußert. Jahre diesen Pferdesport intensiv begleitet. Professionellen Pferdesport kann man also sowohl aus subjektiver Betrachtung als auch aus objektiver Betrachtung als Tierquälerei bezeichnen. Dafür wird einfach viel zu wenig auf das Tierwohl geachtet. Man kann hier nicht argumentieren damit, das Tier möchte unbedingt Europameister werden oder hat so Lust auf diese Herausforderung. Das kann man das Pferd erstens nicht fragen und es gibt sehr, sehr viele Indizien und Anzeichen dafür, dass sich Pferde oft genug wehren und kein Interesse daran haben, mit Sporen beispielsweise gequält zu werden. So intensiv zu trainieren beim Reitsport, wo es um Geschwindigkeit geht, ist immens groß. Dazu folgendes spannendes Kapitel 5, Gewalt im Reitsport. Also wie gerade schon gesagt, ist... Da ist ja das Interessante, dass man ja dann den Pferden auch irgendeinen Ehrgeiz unterstellt, von wegen, die möchten ja gewinnen. Im Grunde möchten die klar natürlich ihr Lob und die wissen natürlich, wenn sie abliefern, kriegen sie ihr Lob. Beispielsweise Springpferde, wenn sie ihre Hindernisse nicht abräumen, dass das positiv ist, das lernen die natürlich recht schnell. Aber es ist natürlich nicht so, dass Pferde irgendwie einen natürlichen Ehrgeiz entwickeln, wie wir Menschen, weil man das gibt es einfach nicht. Und das finde ich immer ganz interessant, weil es heißt ja immer eigentlich von der Hochleistungssportfront, wir würden unsere Pferde vermenschlichen. Dabei ist genau das der Fall, wenn man sagt, sie werden ehrgeizig, die verarschen einen und so weiter und so fort. Das sind menschliche Gefühle, genauso wie Provokation. Das gibt es in der Pferdewelt einfach nicht. Ich finde auch, dass der Hochleistungssport quasi nicht ohne Tierqual möglich ist. Zumindest so wie er jetzt ist, man müsste da sehr, sehr arg an den Regularien schrauben und nochmal wirklich zur Basis zurückgehen. Aber ja, das wird nicht passieren und dementsprechend bin ich auch wirklich gegen den Hochleistungssport bzw. gegen Pferde im Hochleistungssport. Gewalt im Reitsport, klarer Bestandteil, ohne den das Reiten eigentlich gar nicht richtig funktionieren würde. Das ist natürlich wirklich eine Aussage, die stimmt absolut nicht. Wir wissen es alle, dass Reitsport auch durchaus ohne Gewalt möglich ist. Es wird nur leider Gottes nicht so gelernt und wir, die da eben umdenken, sind dann eher so die Außenseiter, die Wendys, die ihre Pferde tätschelnd erziehen, aber es geht durchaus auch ohne Gewalt. Würde. Die Frage ist, warum wird diese Gewalt gegenüber den Pferden so viel mehr toleriert und als normal angesehen gegenüber anderen domestizierten Tieren? Als Beispiel, wenn man einen Hund mit einer Peitsche schlagen würde, würde sich jeder denken, what the f***, das ist Tierquälerei, nimmt diesen Menschen den Hund ab, das geht gar nicht richtig. Klar. Oder würde man den Kopf mit einem Metallteil im Mund so an die Brust ziehen, beim Hund, feste. Da würde jeder aufschreien, würde jeder sagen, das geht gar nicht klar. Bei Pferden wird dann oft gesagt, naja, die stecken das weg, das ist für die kein Problem, sind der große, starke Tiere. Ich glaube, dass wir bei dieser Gewalt gegenüber dieser Pferde einfach sehr desensibilisiert sind, weil man es auch immer wieder so in den Medien sieht, zum Beispiel in Filmen oder auf Social Media. Filme aus dem Wilden Westen, wo Pferde dann mit einer Peitsche nach vorne getrieben werden oder halt die Pferde geritten werden und da eben die Zügel gezogen werden, diesen Sporn wird es so reingedrückt. Ich meine, das ist so ein normales Bild. Wenn jemand das bei Reitern sehen würde, niemand würde sagen, Digga, was geht da eigentlich ab? Wie gesagt, bei einem Hund, du kannst doch den Hund nicht schlagen. Aber nur, weil man so etwas schon immer macht, heißt es nicht, dass es das besser macht. Anderes Beispiel. Also den Vergleich zu anderen Tieren finde ich sehr, sehr gut. Und gerade auch der Schlusssatz, nicht, weil man das schon immer so macht, ist es richtig. Das ist bei mir in die Seele eingebrannt. Ich benutze diesen Satz auch sehr, sehr häufig, weil gerade eben viele Leute ja dann eben mit ihrer jahrelangen, jahrzehntelangen Erfahrung prahlen und dann meinen, deswegen ist es richtig. Holzweg, genau, diese Leute müssen ja auch immer mit der Zeit gehen und das tun viele einfach nicht, weil diese Szene so extrem konservativ ist. Das findet man, glaube ich, in keiner anderen Beschäftigung mit dem Tier, weder in der Hundehaltung noch sonst irgendwo. So konservative Ansichten, die halt einfach null sich fortentwickeln. Tierindustrie, wenn man geboren wird, in einer Familie, bei der es ganz normal ist, Fleisch zu essen, ich zum Beispiel auch oder so, da fragt man erstmal gar nicht groß, was sind die Haltungen, ja okay, Schweine alle da drin, ja, ist halt so, das passiert so, und da fragt es erstmal nicht, weil es ganz normal ist. Und wenn man die Dinge mal hinterfragt und sich mal klar macht, so, wie kann das eigentlich sein, dann merkt man schon, dass sich vielleicht etwas ändern sollte, oder dass es vielleicht gar nicht mal so gut ist. Vielleicht sagen jetzt aber auch manche, das kann man nicht vergleichen, weil zum Beispiel das Pferd ist viel größer oder ist viel stärker, das kann man jetzt nicht einfach, ne, klar kann man Hund nicht auspeitschen. Die Frage, die ich zurückstelle, warum? Warum sollte ich das nicht vergleichen dürfen? Warum gilt bei Pferden grundsätzlich eine andere Art der Regelung bei Gewaltanwendung als bei anderen Tieren? Warum sollte es erlaubter sein oder moralisch vertretbarer, Gewalt gegenüber einem Pferd anzuwenden als einem anderen Tier? Würde dieselbe Gewalt im Tierheim stattfinden, wie alltäglich in Pferdestellen, dann würde das zur Schließung dieser Tierheime führen. Im Pferdestall schreit keiner auf. Hinter all den Entschuldigungen oder Begründungen von der Anwendung von Gewalt gegenüber Pferden steckt... Es ist normal geworden, das ist das Problem, dass man dem Pferd mal eine mitgibt oder mal mit der Gerte, die eben nicht zum Touchieren benutzt, sondern als Strafe, genauso wie mit Sporen oder generelle Grobheit. Es ist normal geworden, es ist normalisiert, es wird so gelernt. Es wird immer, es heißt immer, ja, das sind ja große Tiere, die stecken das schon weg. Also es ist wirklich so, wie er sagt. Und das finde ich auch extrem kritisch in der Reiterwelt, dass die Leute, die halt sagen, okay, nee, das Pferd hat Mitspracherecht, was nicht heißt, dass das Pferd einem dann auf der Nase rumtanzt,
Und dass solche Leute dann belächelt werden und, ah ja, Duchi Duchi, und du kannst ja, kannst dein Pferd ja auch totstreicheln oder was auch immer. Das ist wirklich, kann ich so unterschreiben, wie er es sagt. Oft eine ganze Menge Hilflosigkeit und Unwissenheit dahinter. Weil man vielleicht an den alten konventionellen Reitlehrern, Reitlehrerinnen glaubt, genau, die sagen, das ja, das ist so am besten, so funktioniert es. Ich finde, man sollte das grundsätzlich einmal hinterfragen, und ich bin da super gespannt an der Stelle schon mal von euch, eure ehrliche Meinung dazu zu hören, wenn ihr selber mal im Pferdestall gearbeitet habt oder vielleicht auch auf Pferden geritten seid. Was ist eure ehrliche Erfahrung damit, ehrliche Meinung? Und was setzt ihr so für Hilfsmittel ein? Ich bin ultra gespannt und seid, wie gesagt, super gerne auch mal ehrlich, was das Thema angeht. Ja, was setze ich für Hilfsmittel ein? Ich reite mit Gebiss, ich reite aber auch gebisslos. Gerte natürlich, wo man einfach immer aufpassen muss, dass man nicht ungeduldig wird oder unfair. Ich würde niemals sagen, dass mir das in meinem Verlauf meiner Reitkarriere noch nie passiert ist, dass ich unfair gegenüber einem Pferd geworden bin. Nicht nur einmal. Und das Wichtige ist aber einfach, dass man sich da reflektiert und das nicht als normal akzeptiert, nur weil man es vielleicht mal so gelernt hat. Das ist schwierig, von dieser einen Denkweise in die andere reinzukommen. Aber es ist möglich. Ich meine, ich bin früher auch in der ganz normalen Reitschule geritten, habe viele Dinge nicht hinterfragt. Wichtig ist, dass es halt passiert. Also von dem her, was ich jetzt heute für Hilfsmittel noch einsetze, wäre, wenn man jetzt eben das Gebiss dazu zählt, eben Gebiss bzw. auch gebisslos, Gerte teilweise, aber auch nicht immer. Und ansonsten nichts großartig, also weder, dass ich irgendwie meinen mit Sporen reiten würde oder sonstiges, wobei ich das ja eben, habe ich ja zum Beginn des Videos schon gesagt, nicht grundsätzlich verwerflich finde, wenn man die Sporen richtig einsetzt. Was ich schwierig finde, ist dieses Dauertreiben bei der FN, und wenn da noch Sporen drin mit dranhängen, dann ist das halt einfach massiv unangenehm fürs Pferd. Bei der FN heißt es ja, man muss quasi eigentlich jeden Schritt treiben im Endeffekt, beziehungsweise wird es falsch überliefert, weil im Grunde geht ja einfach das Bein mit der Bewegung mit und es ist kein aktives Treiben. Aber was wir im Turniersport sehen, ist einfach dieses aktive Bolzen mit den Unterschenkeln gegen den Pferdebauch oder das Reinhacken mit den Sporen, wenn die Leute schon so gewohnt sind, Sporen zu tragen, dass die quasi schon ihre Hacken immer nach oben ziehen und dann da mit den Sporen im Pferd rumbohren. Also das finde ich ganz, ganz schwierig. Es gibt aber eben auch Signalreitweise, das mache ich jetzt eben auch mit meinem schon seit vielen Jahren, eigentlich seit ich den angeritten habe, weil ich das immer schon furchtbar fand, dieses Dauergetreibe, und mich das tatsächlich wirklich triggert, wenn ich sehe, wie diese Beine da die ganze Zeit gegen Pferdebauch schlagen. Das lässt mich total unruhig werden. Das ist im Grunde einfach das Problem, dass konservativ einfach falsch noch gelehrt wird, wie man mit dem Pferd umgeht, wie man das Pferd reitet, und dass viele Dinge einfach falsch überliefert worden sind bzw. falsch vermittelt werden. Also eigentlich die ursprüngliche Reitlehre meint eigentlich auch das, wie man reiten sollte, aber die wird eben nicht mehr gelehrt oder wurde falsch verstanden oder. I don't know, wie das genau zustande gekommen ist, aber ja, so viel dazu. Das könnte gerne ehrlich sein, das ist immer besser. Kurz noch Kapitel 6, was du tun kannst. Grundsätzlich natürlich erstmal Pferdesport nicht zu unterstützen. Das heißt, nicht an Pferdewetten teilnehmen, nicht zu Turnieren gehen, auch nicht Springreiten, Dressurreiten, Einschalten, angucken. Das ist eine Industrie, die sollte man nicht unterstützen. Grundsätzlich und allgemein sollte man Pferden keine Schmerzen zufügen. Absolut. Sollten nicht geschlagen oder getreten werden, auch nicht für Erziehungsmethoden. Und es sollten auch keine Werkzeuge verwendet werden, die explizit dafür da sind, um dem Pferd Schmerzen zuzufügen. Denn das ist kein harmonisches Miteinander, auch wenn man es behauptet. Oder auch wenn man sagt, naja, am Ende ist es ja auch dem Tier zuliebe. Passiert es ja auch, damit das Tier hört, das ist im Interesse des Tieres. Alle, die mit Pferden zu tun haben, tragen hier auch Mitverantwortung. Das bedeutet, seid immer wieder dazu bereit, euer eigenes Handeln und Tun, eure eigenen Angewohnheiten kritisch zu hinterfragen. Das, was in der Vergangenheit gemacht habt, muss nicht immer richtig sein. Und es ist nie zu spät, einen anderen Weg einzuschlagen. Seid bereit, Nein zu sagen, auch wenn euch euer Trainer oder Lehrer oder wer auch immer dazu auffordert, Gewalt gegenüber dem Pferd anzuwenden. Meldet euch zu Wort, wenn ihr beobachtet, dass gegenüber... Das ist, glaube ich, auch ein extrem großer Punkt, dass man sich einfach gar nicht traut, gegen Leute zu sprechen oder anderer Meinung zu sein, wie Leute, die eben vermeintlich mehr Erfahrung haben, einfach schon länger mit Pferden zu tun haben. Das verlangt, glaube ich, viel, viel ab von einem, dass man sich das traut, da eben was dagegen zu sagen. Also das ist wohl ein sehr, sehr wichtiger Punkt, und generell auch immer stets das Handeln hinterfragen. Wir machen alle Fehler, wir sind alle mal unfair zum Pferd, aber dass man das hinterfragt und sagt, hey, stop it, das war nicht gut. Ja, und das ist sehr, sehr wichtig. Also ein gutes Plädoyer bis jetzt. Diesen Tieren Gewalt angewendet wird. Sich auch mal zu fragen, was die Ursache dafür ist, wenn das Pferd sich weigert, etwas zu tun. Denn das macht das Pferd nicht ohne Grund. Wenn ein Pferd nicht über das Hindernis springen möchte, dann hat es möglicherweise Angst, weil wenn es sich verletzt und wenn es hinfällt, kann das möglicherweise bedeuten, dass das Tier eingeschläfert werden muss, weil so ein Beinbruch bei einem Pferd komplett fatal ist. Sucht euch Rat und Hilfe bei Menschen, die es schaffen, Pferde gewaltfrei zu erziehen, denn das gibt es und es gibt Methoden und Möglichkeiten. Aber wie gesagt, ich bin... Das finde ich eben schön, dass es da kurz anspricht, dass es eben Mittel und Möglichkeiten gibt, ein Pferd gewaltfrei zu erziehen, zu reiten und sogar im Sport vorzustellen. Super gespannt, was eure Meinung zu diesem Thema ist. Ich muss selber sagen, ganz, ganz viel ist jetzt hier aus Recherche. Ich habe keine persönlichen Erfahrungen mit diesem Thema. Ich bin nie geritten, also als Kind auf einem Pony mal. Das ist aber so lange her, da hatte ich gefühlt noch keine Entscheidungsmacht darüber. Ist übrigens auch eine Sache. Wenn ihr Kinder habt, schickt die nicht zum Ponyreiten oder irgendwo hin, wenn ihr das seht, dass da Ponys in so einem Karussell, ich weiß gar nicht, wie das mal heißt, aber dass die immer im...
Informiert euch vor allem vorher. Das geht auch an den Reittourismus, den ich ja jetzt auch erwähnt habe. Ich habe mir, bevor wir eben in Urlaub geflogen sind, vorher angeschaut, die Ställe und wirklich auch die Haltung, die Ausrüstung, Vorerfahrungen von anderen mir eingeholt und mich erst dann dafür entschieden, dass ich dort überhaupt reite. Hätte ich den Stall oder einen Stall dieser Art nicht gefunden, wäre ich auch nicht dort geritten. Ne? Also das ist eben ganz, ganz wichtig, dass man auch da schaut, wenn man im Urlaub da sich ein Pferd leihen möchte. Ja, und die Wertschätzung, dass die Wertschätzung einfach da ist, weil es einfach keine Selbstverständlichkeit ist. Ich meine, klar, das ist der Job von dem Pferd in dem Sinne, aber man sollte die Wertschätzung da auch nie verlieren. Und das finde ich auch noch sehr wichtig zu erwähnen. Kreislaufen und da Kinder tragen müssen, das ist alles Tierquälerei. Unterstützt das nicht. Gibt euren Kindern das nicht mit auf den Weg, dass man sich so gegenüber Tieren verhält. Das ist nicht der richtige Umgang. Das ist auch nicht das richtige Bild, was man Kindern vermitteln möchte. Das war es jetzt erstmal mit diesem Thema. Ich freue mich sehr auf nächste Woche Montag. Und dann gibt es wieder ein neues, sehr spannendes Video. Bis dahin, macht's gut, passt auf euch auf. Und wie gesagt, ich bin sehr gespannt auf die Kommentare. Habt einen guten Start in die Woche und bis dann. So, ich gehe jetzt gleich ins zweite Video und werde jetzt schauen, ob ich das jetzt hier in dem einen Teil verpacke oder ob ich da dann vielleicht auch nochmal ein zweites Video mache, dass das einfach separat ist. Genau, aber danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch da auch so noch ein paar mehr Perspektiven geben oder wertvollen Input. Dürft ihr mir sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video oder jetzt im Fortlauf.